Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, wo wir letztes Mal hier Lithium an den Start gebracht haben. Nicht, dass wir das derzeit schon irgendwie brauchen würden, aber gut zu haben. Ich habe mich da mal umgeschaut, denn das die nächste Verarbeitung, die wir haben wollen, ist Immersit. Und da haben wir ein paar Spalten, die wir anzapfen können. Und das müssen wir auch irgendwo verarbeiten. Und wie mit dem Lithium haben wir da das gleiche Problem, das hier von vorne auf den Bus zu bringen. Das ist eher ein schwieriges Unterfangen. Darum denke ich, machen wir die Immersit-Verarbeitung auch hier auf dieser Seite. Wenn wir uns anschauen... Wenn wir uns anschauen, Ros Immersit, daraus können wir die Kristalle machen und das brauchen wir für das Pulver, für KI-Kerne. Und sonst für ein paar Geschichten. Für die Forschungsdaten brauchen wir das auch. Und das Pulver, das brauchen wir mit Sand. Wir müssen zuerst das Pulver herstellen. Und dann können wir die Kristalle herstellen. Dafür brauchen wir auch Salpetersäure. Salpetersäure bekommen wir aus Mineralwasser. Und da brauchen wir mehr Forschung. Machen wir doch hier mal ein paar Dinge. Artillerie. Vielleicht noch ein verbessertes Nachtsichtgerät. Nun, wenn wir das hier irgendwo in dieser Ecke platzieren wollen, dann brauchen wir Sand. Vielleicht müssen wir da ein zweites Band rüberlegen. Und wir müssen das Immersit irgendwie mit der Bahn anliefern. Diese Bahnlinie, da ist uns ein Erzfeld im Weg. Drum denke ich, wir verlängern doch diese Schiene hier nach oben. So bis ungefähr da, so dass wir dann hier rüberkommen oberhalb von diesem Eisenerzfeld. Denn wenn wir hier schauen, da ist nicht mehr ganz so viel drin. Stein haben wir noch etwas. Kupfer haben wir auch noch etwas. Hier unten haben wir noch ein Eisenerzfeld, das wir wahrscheinlich dann zuerst angehen werden. Aber wenn wir hier oben unsere Zuglinie durchmachen wollen, dann müssen wir wahrscheinlich diese zwei Nester aus dem Weg räumen. Aber ihr habt schon des Öfteren gesehen, wie eine Zuglinie gebaut wird. Der einzige Unterschied nun kann ich die
die Linien mit Roboter bauen, was das Ganze etwas vereinfacht. Und auch hier, wenn wir Türme und Munition automatisiert haben, dann ist das Bekämpfen von den Nestern nicht ganz so schwer. Insbesondere wir sind bei einer Beißer-Evolution von 88%. Das heißt, wir haben blaue, aber wir haben noch keine grünen. Die kommen, glaube ich, erst so ab 95%. Und dann habe ich auch gesehen in der Forschung, da gibt es dann noch bessere Waffen. Wir haben auch hier Scharfschutzgewehr, höhere Reichweite, allerdings geringere Feuerrate. Wir haben hier auch ein Impulsgewehr und dann natürlich die üblichen Verdächtigen. Gut, aber ich lege erstmal die Gleise und dann schauen wir weiter. Wie wir hier auf der Karte sehen können, ist das Gleis oben rum gelegt bis hierhin. Und hier werden wir einen Bahnhof brauchen für die Entladung von Imasit und wahrscheinlich einen zweiten für Mineralwasser. Denn wenn diese Quelle hier mal versiegt, brauchen wir das von woanders und das werden wir dann mit Zug anliefern. Ich denke, für die Entladung, da haben wir eine Blaupause. Wir machen die mal hier hin. Und dann hier, das ist die Ausfahrt. Hier haben wir die Einfahrt. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein zweiten Zug. Oder einen zweiten Bahnhof. Das hier ist dann immer Sit Entladung. Gut. Und auf der gleichen Höhe hier oben machen wir einen Mineralwasserentladung. Dann hier. Da müssen wir irgendwie Kohle oder einen anderen Brennstoff ranbringen. Wir brauchen Strom und wir brauchen hier ein paar Pumpen. Welche uns das Ganze ausladen. Und vielleicht machen wir dann hier große Stahltanks dran. Okay. Und was wir dann auch
schauen müssen, ist dass wir hier einen Wartebahnhof haben. Ich denke, hier Ausgang, den können wir direkt anschließen. So. Hier ein paar Signale. Da hinten auch eins. Und dann können wir das kopieren. Wäre eigentlich schön, wenn wir das hier in die andere Richtung biegen könnten. Und wenn das lange genug ist, für einen Zug, was es ist, dann wird das so funktionieren. Kopieren wir uns diesen Teil hier. Und legen den drüber. Und dann hier kein Signal. Dafür hier eins. Wenn wir jetzt hier noch nach unten verbinden und hier das verbinden, dann haben wir bis auf den Lagertank da und den unsere Kohle eigentlich alles angeschlossen. Mit dem Bahnhof nun platziert, können wir uns darum kümmern, hier auch die die Immersit-Kristalle abzubauen. Und die produzieren einiges an Verschmutzung. Wenn wir hier schauen, wo haben wir die 100 Verschmutzung pro Minute. Das heißt, wir werden da gleich mal nebenan sowas platzieren. Einfach mal, um sicherzustellen, dass wir hier nicht unnötig Verschmutzung produzieren. Und wir legen hier mal ein Band
hier rüber. Denn hier, den haben wir angezapft. Da haben wir einen zweiten. Und ich denke, ich kombiniere diese beiden. Dann hier einen Bahnhof, um das Ganze abzutransportieren. Und wir müssen hier nicht allzu weit hochgehen. Effektiv eigentlich hier direkt über unserer Sandlinie können wir das rüberziehen. Mit beiden Minen angeschlossen sollte es nun nicht mehr allzu schwierig sein, hier auch noch einen Bahnhof ranzubringen. Wir das auch so. Dann hier die Wendung nach oben. Und hier müssen wir an das Gleis ran. Das heißt, wir wollen hier, hier, hier Signal, sodass wir das nicht blockieren. Und dann unser Bahnhof. Wir haben zwei gelbe Bänder, die nicht ganz voll werden von den zwei Minern. Und wenn wir unser Blaupausenbuch anschauen, glaube hier haben wir einen Loader drin. Yep. Machen wir die Steine hier mal aus dem Weg. Und dann, wir brauchen hier was, das uns von zwei gelben Bändern auf vier Bänder bringt. Da habe ich auch ein Buch. Und wir brauchen zwei, vier. Ach, darauf hätte ich eigentlich auch selbst kommen können. Das ist nicht allzu kompliziert. So, dann müssen wir nur noch hier Strom anschließen, den umbenennen in Sit-Beladung. Und dann habe ich hier schon einen Zug hingestellt. Den lassen wir dann von Immerset-Beladung, wenn volles Frachtinventar, nach Immerset-Entladung, leeres Frachtinventar. Ziel ausgelastet, weil Limit 1. Wenn wir das auf 1 erhöhen statt 0, dann bekommen wir hier den Zug auch hin.
Gut. Wir haben alle Eisenkisten platziert. Und so ein Förderer, der produziert 10 pro Sekunde. Ohne Produktivität, ohne Geschwindigkeit. Das heißt, wie wir hier sehen, ein gelbes Band reicht aus. Wenn wir dann mehr Produktivität haben und da vielleicht noch Module reinpacken, dann müssen wir schauen, ob wir das Ganze eventuell auf Rot upgraden müssen. Aber für jetzt reicht das und das war es dann auch schon von dieser Folge. In der nächsten müssen wir schauen, wie wir das rohe Imazit hier dann verarbeiten. Und wenn ich mich richtig erinnere, machen wir da zuerst Pulver raus und dafür brauchen wir Stein. Und da muss ich mal ein bisschen rechnen, ob es Sinn macht, den Sand nach hinten zu legen oder ob wir den Stein, den wir da auf dem Bus haben, nehmen und den zu Sand verarbeiten und so unser Sandproblem in den Griff bekommen. Aber das hat Zeit bis zur nächsten Folge. Also bis dann und tschüss.